Hallo alle zusammen, ich habe die DJI Osmo Action 3 Action Cam und ja, die gucken wir uns jetzt einfach mal an von der Qualität her und auch was dabei ist. Dabei ist erstmal dieser Adapter, dass ich diese Action Cam hier leicht reinlegen kann. Dann hält das bombenfest an dieser Halterung. Ich kann dabei das Ganze horizontal oder auch vertikal reinklippen. So. Und auch das hält dann bombenfest. Und ich kann das zum Beispiel am Fahrrad montieren, etc. Dazu brauche ich dann natürlich hier andere, ja, Halterungen. Das ist aber ein Universalhalteradapter, sodass ich hier keine Probleme hatte, auch Halterungen von anderen Herstellern zu verwenden. Möchte ich aber gleich von DJI ja, so einen Stab haben, dann muss man gleich zum Adventure Pack greifen. Der Vorteil vom Adventure Pack ist, dass hier auch noch mehr Akkus vorhanden sind und dass hier noch eine Akkutasche vorhanden ist. Genau, angeschaltet wird die Action Cam hier und ja, gucken wir uns mal an, was für Funktionen das Ganze hat. Ich habe eben hier erstmal die Möglichkeit umzuschalten zwischen Foto, Video, Slow Motion oder ein Zeitraffer. Hab dann hier die Möglichkeit, das Format einzustellen. Und ein Countdown jetzt zum Beispiel bei dem Video, bei dem Foto gehe ich aufs Video, habe ich ja natürlich andere Formate, habe dann hier 4K 16 zu 9, kann ich bis 120 Hertz gehen, wobei mir reicht jetzt hier 60 Hertz. Habe auch die Möglichkeit hier eben 4K ein 4 zu 3 Format zu nehmen, 2K, wenn man es ein bisschen kleiner will, oder auch eine HD-Auflösung. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Ach, hier ist noch Rocksteady, da kann ich eben einstellen, ob ich das Ganze den Stabilisierungsmodus haben möchte, ob ich horizontal stabilisieren möchte oder ob das Ganze aus sein soll, wenn man es nicht ganz so smooth haben möchte. Ups. Also die Bedienung ist eigentlich schon intuitiv, aber manchmal muss ich mich dann doch erstmal noch dran gewöhnen. Hier habe ich einen Zoom, da muss man drauf gedrückt lassen und habe dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu zoomen oder eben auch nicht. So, da habe ich hier noch die Möglichkeit, das Video selbst einzustellen. Ich habe hier Belichtung, das Weiß, die Farbe und das Sichtfeld, ob das weit sein soll oder nicht so weit. Ich habe hier auch die Möglichkeit, Audio einzustellen, ob das Stereo ist, ob Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden sollen und was haben wir hier noch? Ob das Audio nur von vorne aufgenommen werden soll oder von überall. Gut, dann gucken wir uns gleich mal an, wie die Bildqualität von dieser Kamera ist. Ich habe jetzt mal ein Video aufgenommen vom Fahrradfahren. Beim schlechten Wetter, also es hat geregnet. Der Regen hat der Kamera erstmal nichts ausgemacht. Die Lichtverhältnisse waren eher düster und dunkel und ich hatte dann teilweise auch starkes Gegenlicht, zum Beispiel im Tunnel. Und also ich hatte wirklich schwierige Voraussetzungen für diese Kamera und trotzdem ist das Video meiner Meinung nach ziemlich gut geworden. Aber das sehen wir jetzt.